Der Typ ist völlig perplex. Richtig Angst. Okay, ab in die Kabine. Ich denke, um die Idioten müssen wir uns nicht mehr kümmern. Den haben wir ja ordentlich den Arsch versohlt. Ich suche immer nur zwischendurch nach ein paar Leuten, mit denen ich interagieren kann, um mehr vielleicht über die Story oder irgendwelche Nebenquests zu erfahren. Aber hier scheint nichts zu sein. Da ist noch irgendwas. Anscheinend war es sogar unsere Kabine. Atlantischer Ozean. Mr. Kenway. Captain. Was immer die Planen, ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Okay, dann mal los. Limit für Gesundheitsverlust minus 10%. Versuchen wir es mal. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Die randalieren ja schon ziemlich heftig. Diskutieren. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Sehr netter Typ, aber wir hätten dem eh die Fresse eingeschlagen, also von daher. Okay, reden wir mit dem Typen. Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Okay, hört sich gut an. Gerade der Doktor. Sprech mit dem Koch oder dem Doktor. Ich will am liebsten mit beiden sprechen, um ehrlich zu sein. Ich denke, hier dürfte der Koch sein. Wow, tanzen die da? Jawohl! Ey, ich will mitmachen! Oh, die lassen mich gar nicht mitmachen. Was für Schweine. Okay, reden wir mit dem Koch. Es gibt erst in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig benommen? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Okay, dann reden wir mal mit ihm. Da ist er doch. Seid ihr James? Hi. Kenway. Haven Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Der lockt mich doch nicht wohl in einen Hinterhalt? Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwarmt nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Ja, das hoffen wir doch mal. Wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit der Meuterei auf sich hat.
Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso, wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Ich kann es mir schon fast denken, aber finden wir es heraus. Sollten schnell handeln. Wenn da Rationen bei sind, haben wir ein Problem. Boah, weiter hier dahinter. Die Rationen gekürzt und sagt, wir werden nicht ausgestattet. Das Adlerauge brauchen wir. Seltsam. Äußerst seltsam. Aber was könnte das Zeug sein? Noch ist nichts passiert. Atlantischer Ozean. Das Wasser ist einfach nur atemberaubend. Wow. Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Macht die! Achtung! Alle runter! Ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das dachte ich. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen. Er hat doch gesagt, er soll nicht so frech sein. Sicher die Luke! Böse, böse. Hey, Sir. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Unglaublich. Kein Anzeichen für Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Oder bin ich mir hundertprozentig sicher? Eins gegen eins, los geht's. Nur über meine Leiche. Ihr kriegt mich nie. Dann wollen wir mal. Wow! Na komm mal her. Versuch den mal auszukontern. Ha, in die Fässer. Böse, böse. Und weg mit dir. Na gut. Uiuiuiui. Ich sollte ab sofort nur noch kontern. Und drauf. Gebe ich auch gar keine Chance.
Yeah! Vorsichtig! Kommt an! Und wieder drauf! Scheint ein Endgegner zu sein. Normalerweise kann man die sofort mit einem Schwertstoß hinrichten. Aber nicht her. Den werfen wir erstmal schön durch die Gegend. Komm. Vorsichtig. Griff wieder an. Und. Das soll es gewesen sein. Du kippst einfach um. Nice. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut, schon gut. Yep, so ein Teil ist wirklich ein Argument. Boah, schnell weg von denen. Das wird saugefährlich. Wir müssen die Taue sichern! Ich sagte, dass es wahnsinnig ist. Beruhigt euch. Ich werde mich darum kümmern. Okay, muss ich dir jetzt Befehle geben? Das wäre wirklich sau interessant. Ich soll sogar mithelfen. Oh, schneller. Eine riesige Welle. Wow. Okay, weiter, weiter, weiter. Keine Zeit verlieren. Wir müssen da hoch. Hoffentlich schaffen wir es. Das wird so knapp werden. Okay, okay, okay. Da haben wir es doch schon. Oh shit, hat sich was gelöst. Oh fuck, schnell hin. Das ist wirklich extrem geil gemacht. Aisha! Schnell nach oben! Jetzt hier Spezialaufgabe. Komm schon, schneller, schneller, schneller! Oh, ich wollte mich eigentlich da nach oben befördern, aber der kann anscheinend nur klettern. Okay. Eigentlich sollte ich mich hier fallen lassen. Viel zu hoch. Perfekt. Oh nein, der Mast! Fuck, schnell, 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 schnell! James macht's nicht mehr lange. Hab dich! Oh, 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 danke, Abner. Wir haben's geschafft. Das Schiff ist untergegangen. Oh.